Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft auf dem Hermitcraft-Server. Wieder mit dabei ich und zwar mit Musik. So, okay, ich habe das Banner bei mir hier unten. Hier so, hier unten. Den Chat ein bisschen geändert und ich habe ein Minecraft-Shift genommen, damit es ein bisschen zum Thema passt. Okay, wir wollten in der letzten Folge ein Table machen, einen Stuhl. Und da habe ich nochmal geguckt. Das, was wir zuerst ausgesucht haben, das sind diese Frames. Warte mal, ich zeig's euch nochmal. Die hier. Halt. Die. Und zwar Furniture-Paneler. Mit denen kann man halt quasi den ganzen Krempel herstellen. Zum Beispiel kann man da die hier, die Frame-Desks, kann man, glaube ich, soweit ich weiß, mit jeden beliebigen Material überziehen, so wie quasi bei den Basic Drawers. Und die Sitze sind die hier, die Seat, und zwar die Oak Seat und Spruce Seat und so weiter. Und dazu gibt es halt auch Lehnen, und zwar diese hier, Acacia Seat Back und so weiter. Die setzt man dann sozusagen hinten dran. Es gibt auch noch die kleinen, die haben nicht so eine große Lehne. Und dann, also es gibt eigentlich viel Verschiedenes, so klein, müssen wir mal austesten. Ich wäre aber für die hier. Die sehen nämlich cooler aus. Ziemlich cooler. 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 Und dann müssen wir mal gucken, wie die gebaut werden. Und zwar brauche ich erstmal den Oxid. Ja, Stöcke, Wooden Pressure Plate, Oak Wood Slab und weiße Wolle. Haben wir alles? Da muss ich bloß mal kurz hier runter. Was mir letztens auf Arbeit eingefallen ist, ich habe ja überlegt, Lampen zu machen. Und zwar, es gibt ja nicht so direkt Lampen. Man kann zwar sich den Mod installieren, diese Spots, aber die haben zu komisches Licht. Was ich cooler fände, ist, was ich nämlich noch nicht geguckt habe, ob man einen Dingsblock chiseln kann. Und zwar einen Glowstone-Block. Und das müssen wir dann nachher auf jeden Fall mal ausprobieren. So, ich brauche das. Ein Stock, ein Pressure Plate. Ja, okay. Und zwei. Ja. Eine Pressure Plate kriegt man ja so raus. Und Stock haben wir auch. So, dann machen wir mal hier einen Stock, da einen Stock. Eine Pressure Plate und ich glaube so ein. Nee. Doch eine kleine. Da muss ich kurz erstmal wieder. Ach nee, da haben wir sie doch. Mensch, habe ich übersehen. Wir haben ja welche mit. Pack doch mal da rein. So. Und jetzt müssen wir gucken, die Lehne. Wie gesagt, würde ich die nehmen. Da brauchen wir Oak Seed Back. Die müssen wir erst herstellen. Nochmal einen Block von Wolle. Und wir brauchen noch ein bisschen Holz. Holz haben wir, glaube ich, im Rucksack. Nee. Holz hatte ich doch nicht im Rucksack. Ach, ich weiß, wo ich Holz habe. Moment. Ich habe ja Holz oben. Ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch. Wir haben ja noch Holz oben. So, was wir hören ist Trine 2, die OST davon. So. Ach Quatsch, Holz. Ich Dösbattel. Julius der Dösbattel. So. Wir können ja uns das hier benutzen. Und zwar, zack. Kann man hier nicht reinpacken. Ich brauche auf jeden Fall noch mal ein paar Stöcker. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Ich brauche so ein Links-Rechts-Stöcker und dann unten ist. Geht genau auf. War das jetzt eine. War das jetzt so hier? Ja. Okay. Und dann brauche ich ja das hier. Und dazu brauche ich. So. Und so. Genau. Und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt haben wir diesen Block hier. Nochmal, dann setzen wir den nämlich mal hier so hin. Und dann da kommt dann die Lehne dran. Und zwar so. Dann hat man hier einen ziemlich coolen Sitz. Da kann man sich hier so reinsetzen. Wenn man F5 drücken, sieht man so aus hier.
unglaublich krass, wie man hier in diesem Sitz sitzt. Wunderbar. Sieht das schon mal ziemlich cool aus. Teppiche und so gibt's auch. Müssen wir auch mal machen. Schauen wir dann später mal. Jetzt haben wir aber erstmal halt quasi alles, was wir hierfür benötigen. Ja. So. Da haben wir unsere Wand schon mal fertig, wo wir nett etwas herstellen. Ich würde sagen, wir können hier und da noch zwei Bilder reinhängen. Spruce Painting Frame. Will ich mal ausprobieren. Da braucht man den Spruce Painting Frame oder Border. Borderless. Sticks und Holz. War das jetzt so? Oder war das eher so? Was ist das? Oak Painting Frame. Okay. Doch so, okay, alles klar. Oak Painting Frame und dann nochmal drumrum. Zack. Lässt sich alles ziemlich schnell herstellen, muss ich sagen. Also, Bibliocraft, das sind halt alles Sachen da. Master Corner, wie jetzt? Scale? Resolution? Was? Painting Size? Und was kann ich jetzt tun? Okay, das ist klar. Aber wie können wir das jetzt painten? Da muss ich, glaube ich, auch nochmal nachschauen. Aber sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und da würde ich sagen, ich mache mal hier noch und da noch rein. Dazu brauche ich auf jeden Fall nochmal einen Stock. So. Acht, 16 brauchen wir dafür. So, da haben wir nochmal zwei Frames. Die können wir damit reinhauen. Und da haben wir hier schon eine ziemlich coole Ecke ausgestattet, sozusagen. Können ja mal auch einen Screenshot von machen. Wir brauchen ja noch schließlich ein Thumbnail. Wunderbar sieht das aus. Okay, ich hätte gerne halt noch so ein bisschen Teppich. Was heißt ein Teppich auf Englisch? Teppich auf Englisch. Boah. Teppich auf Englisch. Warte mal, guck mal bei Wool. Nee. Wool? Bin ich zu blöd, Wolle zu schreiben? Offensichtlich. Nee, Wool. Ist schon richtig. So, hier, Pink Wool. Chisel. Es gibt, glaube ich, das habe ich, glaube ich, irgendwo gesehen. Ich glaube, bei dem Mod hier gibt es irgendwo noch. Nein, müssen wir mal schauen. Das können wir dann nochmal gucken. Des Weiteren wollte ich auf jeden Fall nochmal schauen. Denn ich habe in der letzten Folge schon gesagt, wir können ja indirekt Licht noch herstellen mit Glowstone. Und vielleicht hat ja Glowstone mit dem Jizzle, vielleicht kann man den ja sozusagen dann noch ein bisschen verbessern. Das heißt quasi, dass es da verschiedene Variationen dazu gibt. Wir haben ein Glowstone und wo ist mein Jizzle? Wo ist mein Jizzle? Nein, ich will nicht schlafen, ich will mein Jizzle. Jizzle, da ist er. Was? Left click to Jizzle blocks in world. No implemented yet. Can target a block by leaving in the... schade. Kann man jetzt nicht machen. Naja, egal.
Und OMG, guckt euch das an. Da sind echt coole Varianten dabei. Da könnte ich sogar meine Küche dann erweitern. Sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus. Habe ich eigentlich den extra Utility-Mod installiert? Ich glaube nicht. Oder? Extra Utilities. Weil ich glaube nämlich, da gab es zu dem Jizzle noch ein paar verschiedene Blocks dazu. Aber naja, okay. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der Block hin? Weil wenn ich nämlich hier, warte mal, ich mach das mal. Natürlich fällt die Kacke auseinander. Weil ich glaube nämlich, wenn ich... ups. Wie viel habe ich denn davon? 76. Wie viele Lampen habe ich hier? 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 16. 16 Lampen. Weil das mit diesen Lichtbeleuchtung und so weiter, ne, das kennt ihr ja, das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Und da will ich lieber hier das Stained Glass wegnehmen. Beziehungsweise, es ist ja kein Stained Glass, das ist ja von dem Deco-Craft. Das können wir da wieder verwerten, da holen wir dann die Dings wieder raus. So. Und da würde ich nämlich das auch so machen, dass ich dann diese hier oben reinsetze. Warum ich das nicht vorher gemacht habe, fragt mich bitte nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir haben somit die Möglichkeit, das indirekt zu beleuchten. Und wir brauchen da unten keine Fackeln hinstellen, die uns ständig irgendwie stören. Guck mal, wie hell das beleuchtet ist. Das sieht echt klasse aus, ne? Kollegen. So, da müssen wir noch einen machen. So, da können wir nämlich hier das wieder wegnehmen. Und ich hoffe, das Lichtlevel, das reicht aus. Dass das von hier oben kommt. Wir müssen mal gucken, F3. Light. Lichtlevel 11. 10, hier ist ein Deck, ist 9. Ich muss mal gucken. Ich mache mal Folgendes. Ich gehe mal ganz kurz in das Internet. Und gucke mal Spawnrate. Spawnrate der... warte mal. Spawnrate... Minecraft. Mobs. Ach nee, nicht Lichtlevel. Lichtlevel. Mobs. Minecraft. So. Da gibt es nämlich die offizielle Wiki. Und die wird uns das bestimmt verraten. Da hat es Palim gemacht. Da findest du schon mal keinen Mobs. So, Mobs. Befehle. Hier steht blau, Lichtlevel. Lichtlevel 7 oder weniger Monster spawnen ohne Schleim in speziellen Chunks. 8 oder weniger Höhlengeräusche ertönen bei mindestens 3 Höhlenräume. Okay, alles klar. Also ab einem Lichtlevel 7 oder weniger spawnen die Mobs. Und wir sind hier überall bei einem Lichtlevel von 9 bis 10. Und ich denke, das passt. Das passt. Da haben wir keine störenden Fackeln hier rumstehen. Und das Gleiche können wir hier leider nicht machen. Hier müssen wir die Fackeln stehen lassen, sei denn wir können sie hier unten irgendwo hinpacken. Aber egal. Naja, da können wir das hier als Screenshot für die Folge nehmen. Das sieht hier ziemlich cool aus, wie das halt hier so... leuchtet. So, okay. Gut, ja, wir sind jetzt schon wieder bei 15 Minuten angelangt. Viele haben wir nicht gemacht, egal.
Wir sehen uns einfach das nächste Mal und schaut euch einfach was anderes an von mir oder geht woanders hin und guckt da, denn die 15 Minuten, die sind ja gut investiert bei mir. Gehe ich doch von aus, ne? Okay, alles klar. Ich würde sagen, macht's gut bis dahin. Ich blende hier wieder aus, stoppe die Musik und dann, ja, macht's gut bis dahin und bleibt so schön. Tschüss.